und willkommen zu einem neuen Video von Norman Spielzocker. Und heute spielen wir mal wieder mit Basti in der Überlebenwelt. Heute ist ja Part 4. Wir werden heute wie im fünften Teil unter die Erde gehen und uns Flachwitze erzählen. Genau, nacheinander. Aber bevor wir das machen, grüße ich noch ein paar Personen. Also, Grüße gehen raus an QuacksTV, an Xenia, an Lucian Lemmer, an Sydney, an MaxiPV YouTube und an Steffen Fröhlich. Den Rest grüße ich dann im nächsten Video. Und ich würde sagen, dann sind wir gleich auch schon in der Überlebenwelt. Bis gleich. So Leute, dann sind wir auch schon in der Welt. Basti? Hallo, in der vierten Folge. Genau, heute haben wir nämlich Folgendes vor. Was haben wir vor? Erzähl's mal. Heute wollen wir ein paar Flachwitze erzählen, dabei in einer Mine fahren. Genau, die Flachwitze, einfach so eine Versuch nicht zu lachen Challenge, das machen wir einfach aus einem Grund. Nämlich das, weil es wäre ein bisschen langweilig, wenn wir einfach nur farmen würden. Ne? Ja. Okay, wir holen Holz mit runter. Also entschuldige mich schon mal, wenn man mich wieder doppelt hört, liegt an Felix. Leider. Okay, gehen wir in die Mine? Komm, ja. Wir suchen erstmal eine Höhle. Ja, wenn wir die Höhle gefunden haben, fangen wir dann an. Hast du ein paar Fackeln? Warte, ich mache ein paar. Du hast deinen Bogen mit? Ja. Ich glaube, ich will meinen nicht mit. Ups, sorry. Alles gut. Meine Rüstung ist aber schon ganz kaputt, meine Lederrüstung. Ich bin wahrscheinlich einmal irgendwo runtergefallen. Okay, ich habe 20 Fackeln. Okay, sehr gut. Ich habe 16. Komm mit. Komm. Dann suchen wir mal die erste. Nimm noch zwei. Was? Ja, noch zwei für dich. Okay, danke. Jetzt haben wir beide 18. Ja. Sagen wir, wenn wir in der Höhle sind, fangen wir dann an. Da hinten ist sogar. Ist da hinten direkt eine Höhle oder ist das nur so ein Wasserloch? Guck mal. Also, das ist auf jeden Fall ein Wasserloch. In der Zeit, wo wir jetzt suchen, kannst du ja schon mal den ersten Flachwitz erzählen. Okay. Wer als erstes lacht, der. Das ist Kohle. Wo? Oh, sehr gut. Okay, dann hau schon mal den ersten raus. Ich nehme aber mir noch den Sand mit. Okay, also. Ja. Erster Flachwitz. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Okay. Okay, das. Oh, hier ist auch noch sehr viel Kohle. Oh, hier ist Eisen! Meins. Nimm alles mit. Mein Eisen. Ich habe Eisen bekommen. Wo? Hier ist Eisen für mich. Nee, ich komm. Ich gehe jetzt auch gucken. Das hier ist mein Eisen. Jetzt. Nee. Nö. Du wirst jetzt erstes ertrinken, ich sag's dir. Nein, hör auf. Au. Hey, hör auf. Bitte, mein Eisen. Das hatte ich jetzt wirklich gefunden. Du hast ja schon Eisen. Okay, dann kriegt aber jeder einen Eisenblock. Okay. Die Sache ist, du hast schon Eisenschuhe. Das heißt, lass mir das Eisen. Weil das hab jetzt echt nicht gefunden. Ja. Da ist noch mehr Eisen, das kannst du haben. Jobs mir. Da hab ich mit. Du hast auch ein Eisen. Ich hab sogar noch mein eigenes Ei. Okay. Nee, das kriegst du. Oh, ich derb. Wo ist das? Okay, soll ich den nächsten Flachwitz erzählen? Okay. Also deinen ersten. Okay. Wer ist nicht stark genug, um ein Flachwitz zu sein? Was? Wer ist nicht stark genug, um ein Flachwitz zu sein? Keine Ahnung. Der Schwachwitz. Okay. Aha. Okay. Kommen wir gehen weiter zu einer Höhle. Wir haben schon mal Kohle gefunden. Ja. Das ist sehr gut. Also ich will mich nochmal entschuldigen, dass ich mich wieder die ganze Zeit da doppelt anhöre. Auch ein bisschen, aber... Du leckst auch ein bisschen. Kann man nicht ändern. Und das mit dem Lecken, das hat damit zu tun, dass ich nicht das allerbeste Internet habe. Komm, die Kohle lassen wir jetzt liegen. Wir gehen jetzt in eine Höhle, wo kein Wasser ist. Okay, ja. Soll ich mal den nächsten raushauen? Hau den nächsten raus. Okay, also. Ich bin so unentschlossen, sagt Mike. Als japanischer Krieger wäre ich ein Nunja. Wasser? Ja. Alles klar. Ich bin, glaube ich, zu dumm. Geh mal kurz weg. Ich bin, glaube ich, zu dumm, um das zu kapieren. Ein Ninja ist ein japanischer Krieger, aber wenn man unentschlossen ist, ja, nun ja.
Ach so. Ach, egal, machen wir dann nächsten, der war schlecht. Komm, der ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste. Braun, klebrig und läuft durch die Wüste. Ja. Weiß ich nicht. Ein Karamell. Ein Karamell. Ja. Ein Karamell. Okay, lass jetzt wirklich eine Höhle suchen. Okay. Hau du den nächsten Mann raus. Ja, warte. Zuerst gehen wir da zu der Höhle und dann hau ich den nächsten raus. Mit deinem Karamell. Ist das eine Höhle? Ja, geil. Hier ist Eisen. Ach so, ich dachte hier unten, aber egal. Geil, ich hab Eisen. Ja, moin. Oh, ich hab keine Schaufel dabei. Nee. Soll ich dir meine geben? Ja, wäre nett, danke. Gib dir dann auch gleich Eisen. Du? Ich bin hier in der Höhle. Die anscheinend keine Höhle ist. Ah, doch, bist doch, du... doch. Doch, ist eine Höhle. Siehst du mich? Warte, bleib mal da stehen. Bist du noch bei dem alten Berg von uns? Ja. Warte, ich komm mal zu dir. Du siehst doch dieses Grasding, was in der Luft schwebt wahrscheinlich. Dieser komische Hügel. Ah, da. Genau. Ja. Okay, ich mach mal noch Fackeln. Das ist Feuerstein. Mach mal diese Kiesdinger, baue ich mal ab für Feuerstein. Genau. Warte. Wir öffnen die dann zu Hause. Genau. So. So, oh, wird jetzt die fünfte. Ich habe einen Feuerstein rausbekommen. Nice. Ich habe schon drei. So, um sechste Folge laufen. Komm. Oh mein Gott. Hier ist. Oh! Sei ruhig. Was? Ich habe noch nie so viel Eisen auf einem Haufen gesehen. Ich glaube, wir sind beide voll Eisen. Warte, ich hau gleich den nächsten raus. Ich hau gleich den nächsten raus. Warte, bleib mal kurz stehen, bleib kurz stehen. Der nächste. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein keine Ahnung. Ein schattiges Plätzchen. Und was ist das? Ein Creeper. Der hat nur mich abgesehen. Die hassen mich, Abi. Ich war das meine. Oh, ich sterbe. Pff, was war das denn für eine Aktion? Okay. Komm, wir trennen uns nicht, bevor das noch eine riesige Höhle ist und wir uns verlieren. Oh, hier, ich hab. Oh, so viel Eisen. Komm mal kurz zu mir. Warte, nicht alles abbauen. Wo bist Guck du? Guck dir an die Wände. Lol. Also nicht wundern, warum hier so viel Eisen spawnen, das liegt an den Server. Ja. Das haben wir aber nicht eingestellt, sondern das war manuell. Besser gesagt ich. Okay, soll ich den nächsten noch rausholen? Ja, komm, wir gehen jetzt in die andere Richtung, da hinten noch. Welcher Fisch ist am nervigsten? Keine Ahnung. So viel Eisen. Nein, der Stör. Was? Der Stör. Wie viel Eisen hast du? Ich habe gerade 19 und noch mehr kriege ich. Ich habe auch 19. Oh, aber ich bekomme auch noch mehr. Also mit 20, 21 und 22 und 23. Nice. Alter, so viel. Ich muss mich hier gerade mit Holz zubauen. Warum? Weil ich Eisen abbaue. Soll ich den nächsten raushauen? Ja. Bist du da weitergegangen oder zurück? Alle Kinder spielen mit Sand. Nur nicht Hein. Den gruben sie ein. Der Arme. Die kenne ich. Die kenne ich. Der gute Hein. Der Heinrich. Wer kennt ihn nicht? Okay, mein nächster. Und übrigens ganz kurz, das mit dem Eisen liegt an unserem Lack. Genau. Das liegt an den YouTuber-Bonus. Genau. Den wir haben. Kappa. Nein, also wir finden das Eisen jetzt einfach nur wirklich. Das ist einfach Glück. Wer ist der nächste vor? Ja, warte. Bist du hier durch das, wo Wasser ist, durchgegangen? Ja. Okay. Ich dachte, das ist der Flachwitz. Nein. Bester Witz. Das Wasser können wir uns noch gebrauchen. Okay, warte. Ah ja, stimmt, warte kurz. Mach dir noch Eimer und mach dann da das Wasser rein für unsere Farm, die wir bald bauen. Ja, eben, deswegen. Ja, gut mitgedacht. Ja. Ich hab wieder gepennt. Okay, nächster Flachwitz. Zwei Mathematiker sitzen vor einem schönen... Ich kann ja gar nicht lesen. Oh, ich werd attackiert. Zwei Mathematiker sitzen vor einer schönen Frau und reden. Was macht sie?
Keine Ahnung. Digga, ich bin gleich tot. Was macht die denn? Warte. Ich muss mich kurz safen. Okay. Sie Kurven Disco. Ach, well, egal. Ich, also, der war schlecht. Ich erzähle lieber einen anderen. Den verstehe ich selbst nicht. Okay. Den verstehe ich schon wieder. Wer kauft. Hä? What the fuck? Achso, wer kaut und hat immer Verspätung? Wer kaut? Was? Wer? Wer kaut und hat immer Verspätung? Keine Ahnung. Die Eisbahn. Die S-Bahn, so rum. So. Die S-Bahn. Weil Essen, kauen. Und die Bahn, ja. Und es kommt immer zu spät, die Bahn. Ja, ich hab's verstanden. Das war's. Und alle, die das sagen, ich hasse euch. Meine Eltern arbeiten bei der Bahn. Psch. Ja, ein anderes Thema. Ich erzähl mal den nächsten, hau mal den nächsten raus. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Du bist aber groß. Wachsmalstift. Ich verstehe. Du dann? Ich verstehe. Warte kurz, jetzt warte kurz, dann hast du den nächsten raus. Digga, ich hab schon über ein Stack Eisen. Ich auch fast. Wir sind echt die Lucky. Wir sind Lucky Man. Ich würde sagen, wir sind Lucky Luke. Ja. Kannst du, hau mal den nächsten raus. Okay, warte, ich muss einen guten suchen. Ich muss erstmal einen guten suchen. Wo bräunt sich die fromme Frau? Was? Wo bräunt sich die fromme Frau? Ach so, ja. Wo? Im Nonnenstudio. Oh nein. Warum? Nee, yeah. Da steht hier so weit runter. Ich glaube, ich habe gleich Dias. Nee, da brauchst du Lava. Oh mein Gott, hier ist übel viel Lava. Hier ist ein Dann Kuss. Könnte es sein. Okay, hier ist zu viel Eisen, das kann ich nicht alles abbauen. Okay, wir müssen aber den Weg dann immer wieder nach draußen finden. Ja, yeah, ja. Yeah. Hast du dein Bett dabei? Ich hab kein Bett dabei. Ich hab mein Bett vergessen. Ich hab mein Bett extra da stehen gelassen, falls ich sterbe, dass ich dann wieder spawne. Ja, ich auch. Nur unsere Sachen sind dann halt weg. Das stimmt. Okay, ich hau den nächsten raus. Was schwimmt im Meer und kann addieren? Ah, ein Fisch. Ein Oktopus. Ein Oktopus. Das ist gut. Oh, hier geht's noch weiter runter. Digga, okay, ich kann nicht so viel Eisen mitnehmen. Das sind viele Stacks, die hier schwimmen. Ja, genau. Hier schwimmt Eisen. Was wühlt... Ich mach jetzt den nächsten. Ja. Was wühlt den Himmel auf? Was? Was wühlt den Himmel auf? Weiß ich nicht. Ein Flugzeug. Ja, das war's auch wieder komplett. Ja, ich sollte dann mal den nächsten bringen gleich. Guck, also, das mal lieber. Den Zwischenstand von uns beiden. Wie Eisen hast du? 48. Ich hab über bist, du da, bist du hier weiter runtergegangen? Ja, ich habe so ein Stack. Also, ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr weiter farmen an Eisen. Jetzt nur noch an Dias und so. Dann viel Glück, dass du welche findest. Ich dir auch. Danke. Wenn wir nicht mehr aus der Höhle finden sollten, machen wir das dann einfach in der nächsten Folge. Weil wir ja, sind ja zwei Folgen in der Höhle. Okay, wieder ein bisschen bekommen. Ich bin in Sieger. Oh, hier. Wir haben trotzdem mal noch das Eisen mit. Ja, wir haben aber eh schon zu viel Eisen. Weil hast du noch Essen? Ich habe über ein Stack. Ja, Essen habe ich auch. Soll ich gebe dir kurz die Hälfte. Ich habe sogar mehr gegeben, oder ich bin hier. Okay, ich hau mir den nächsten raus. Ja. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Weiß nicht. Was hast du gesagt? Faxen. Ach so, wegen... Ah, verstehe. Manche Witze von mir sind einfach so schlecht, dass du sie nicht mal verstehst. ich bin gleich so weit, dass ich mich hier mit Eisen weiterbaue, ne? Ach. Oh, ich bin gerade so erschrocken. Ich wüsste gerne, wo du... Ach, da. Ja, ja, also alles gut. Wir werden uns eh wieder finden. Und hoch können wir uns im Notfall einfach ganz hoch bauen. Stimmt. Noch ein Lava-Loch. Okay, soll ich den nächsten raushauen? Ja, Mama.
Oh, wie lange dauert die Folge? Warte kurz, Basti. Ja. Wie lange dauert die Folge schon? 14 Minuten. Bei mir. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine Minute, sag ich mal, und dann machen wir für die nächste Runde. Wahrscheinlich die nächste Runde. Nächste Folge. Genau, da sind wir ja auch okay. In der Höhle. Warte, ich mach jetzt den nächsten. Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Was? Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Keine Ahnung. Man kollabiert. Deine Lache war einfach das Beste am Witz, weißt du? Okay, dann mache ich jetzt auch meinen letzten für diese Folge. Nämlich. Und dann ist es vorbei, die Leuchtstunde mit MC Zocker und Bassi JC Fan. Alle Kinder fahren Fahrrad, nur nicht Susanne, die hat eine Panne. Wir müssen uns mal so Memes holen, wo die dann... Komm mal kurz zu mir. Ja. Komm mal kurz zu mir. Ich zeig dir jetzt, was ich von einem Flachwitz halte. Ich komm zu dir. Ich finde dich nicht. Oh fuck. Das war so dumm. Das hätte ich eigentlich nur so tun. Hilfe! Wo ist Wasser? Ah, ich werde verbrennen. Na, da oben ist Wasser. Oh, zwei Herzen. Ich wollte nicht so tun, als würde ich in die Lava springen, dann bin ich wirklich reingesprungen. Geil, hier ist Gold. Ich mach mir eine Spitzhacke. Das baue ich ab, okay? Ja, das kannst du auch so abbauen. Nein, das geht nur mit Eisenspitzhacke. Okay. Oh Gott, warte, hast du einen Ofen dabei? Nein. Oder ich würde sagen, das Gold bauen wir nächste Folge ab. Ja. Ich würde sagen, das war's hier von der vierten Folge. Bis zur fünften Folge. M-Stalker sagt ciao. Haut rein und ciao. Euer Bassi Chase Fan ist jetzt auch mal wieder raus. Und ciao.